Hey Leute und herzlich willkommen bei Die Sims 4. Erstelle ein Sim-Demo. Ja, die Demo ist jetzt seit einigen Wochen schon kostenlos verfügbar. Und wenn ich mal die Sims gespielt habe, ganz egal welchen Teil, hatte ich eigentlich den meisten Spaß daran, einfach nur irgendwelche Personen zu erstellen. Deshalb kommt diese Demo hier wie gerufen für mich und vor allem habe ich die Idee schon relativ lange im Kopf, aber es kam so viel dazwischen, Gamescom und Pipapo. Ja, und ich habe mir gedacht, wir erstellen jetzt einfach mal ein paar Sims und ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir ein paar YouTuber erstellen, vielleicht sogar alle Leute aus dem Gronkh.de-Team, also Hyuga, Amras, DK, Honey, Looks Like Link und alle anderen. Wie fändet ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Eine andere Idee, die ich noch habe, da weiß ich aber nicht, wie die sich momentan umsetzen lässt. Und zwar, dass wir einfach ein paar Spielecharaktere erstellen. Also entweder die Protagonisten aus den Silent Hill Teilen oder ein paar Personen aus The Walking Dead. Oder wie auch immer, da weiß ich allerdings nicht, wie das ist mit der... ja, Individualität der Kleidung, denn ich denke, in dieser Demo ist nicht allzu viel enthalten. Und bei real existierenden Personen kann man dann vielleicht mal andere Klamotten nehmen. Bei Spielcharakteren ist das etwas schwieriger, da die ja doch meistens die gleiche Kleidung tragen und das dann nicht eins zu eins so aussieht. Aber eventuell lässt sich da auch was finden. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wen ich erstellen soll. Macht mir gerne Vorschläge und dann schaue ich einfach mal, wie eure Vorschläge da so sind, was die meisten sich wünschen, was ich umsetzen möchte. Und dann machen wir das einfach. Und wahrscheinlich wird sich jetzt der ein oder andere fragen, ob denn irgendwann mal ein Sims 4 Let's Play von mir kommen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, momentan eher nicht. Was einfach daran liegt, ja, ich habe schon gesagt, dass ich meistens den größten Spaß daran habe, die Person zu erstellen, aber dann tatsächlich länger mit einem Haushalt spielen. Das war leider nie so mein Ding. Ich bin nicht wirklich so die große Sims-Spielerin. Aber wer weiß, vielleicht entscheide ich mich irgendwann um. Aber das soll vorweg gesagt sein, dass es erstmal nicht geplant ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und ja, narzisstisch und arrogant, ja. Ja, ja, narzisstisch und arrogant wie ich bin, werde ich natürlich mich als erstes erstellen. Und ich gebe direkt mal den Namen ein. Ich heiße natürlich, ja, ja, Jana Nachname. Nein, ich heiße natürlich Jana Tasmani. Und wir können auch nur einen jungen Erwachsenen erstellen. Das ist sehr schön, denn ich bin natürlich eine junge Erwachsene. Was ist das hier? Oh, die Gangart. Ja gut. Nein, das machen wir später. Ich mache das dann immer ganz gerne so, Queen dass ich bei den... ja, bei den zufälligen Charakteren schaue, welcher da so in etwa schon passt. Ja, man erkennt sehr viel mit dieser Sonnenbrille. Nein. 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 Ja, schon eher. Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit dem Gesicht. Bei Sims ist das immer so deprimierend, weil die Charaktere sowieso viel besser aussehen als man selbst. So, ich denke... das ist meine gesunde Hautfarbe. Nee, das ist ein bisschen gelblich. Das ist schon fast zu dunkel. Was ist damit? Das ist sehr hell. Also ganz so hell bin ich nicht. Das wirkt gerade ein bisschen rötlich. Wobei das auch vom Rouge kommen kann. Das wirkt noch dunkler. Ist das zu gelb? Nein, eigentlich nicht, oder? Ich würde sagen, das passt ganz gut. Und was ich immer sehr gerne mache, genau, entweder ganz kurze Haare oder die Haare weg, damit ich die Kopfform so ein bisschen anpassen kann. Ah, das ist sehr rund, wobei das ist jetzt doch ein bisschen irritierend hier mit der Frisur. Haben wir denn mal... ja, die sind relativ kurz. Okay, damit kann ich erstmal arbeiten, damit ich die Kopfform ein wenig hinbekomme. Nein, das auf gar keinen Fall. Nein. Nein, auch nicht. Das ist sehr rund. Also ich habe schon ein rundes Gesicht, aber nach unten auch ein wenig spitz. So spitz, aber dann doch nicht. Nee, ich habe auch nicht so ein großes Kinn. Gut, das kann man später alles anpassen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das hier wirkt auf den ersten Blick ganz passend. Das ist so das Standardgesicht. Ich schwanke gerade, also es geht wirklich nur um die
Kopfform. Schauen wir uns das mal so an. Dann schon eher das hier. Ja, ich glaube, von der Form trifft es das hier am ehesten. Hautdetails, gut. Falten, Sommersprossen habe ich alles nicht. Von daher, Schönheitsfleck habe ich da auch nicht. Da auch nicht. So, von daher würde ich sagen, das passt schon mal ganz gut. Aber ist trotzdem noch nicht perfekt. Ah, okay. Dicke Hamsterbäckchen. Ja, das sieht mir schon sehr ähnlich. Nein. Bisschen weniger. So, vielleicht. Was können wir mit dem Kinn machen? Ich habe ein relativ kleines Kinn. Ja, genau. Ich habe ein relativ kleines Kinn. Genau, das ist es. Nein, so ist es viel zu klein. So. Obwohl, das sieht auch irgendwie... Es sieht merkwürdig aus. Oder? Ich weiß es nicht. Was können wir mit der Stirn noch machen? Oh. Oh, Mensch. Oh. Ein bisschen weit unten. Na toll. Geht's jetzt um die... Es geht um die Stirn, aber ich habe das Gefühl, das sieht alles gleich aus. Gehen wir da wieder zurück. So. Ah, das sind schon die Augen. Okay. Gut, können wir hier am Kiefer noch irgendwas machen? Ah, da sind die Wangen. Okay. Gut. Nee. Nee, das ist zu voll, das Gesicht. Das auch, vor allem unten hin. Das ist auch alles recht voll. Ich glaube, der Rouge irritiert gerade auch so ein bisschen. Nee, das ist alles unten hin zu breit. Was ist denn damit? Ja, ich weiß nicht. Oh, nee. Ja, ich habe das schon so ein bisschen. Also meine Wangen kommen schon so ein bisschen raus. Das könnte sogar passen. Ja, genau so kommen meine Wangen raus. Nee, aber so ein bisschen schon. Ich habe jetzt keine Pausbäckchen oder so. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Vor allem so von der Seite. Ja, doch, das trifft es ganz gut. So, wie war das jetzt nochmal hier mit der Stirn? Hochgezogene Augenbrauen. Ich habe das Gefühl, es ändert an der Stirn wirklich kaum etwas. Die irgendwie... Ah! Nein. Ich würde sagen... So, wow, die Augen sind auch einfach riesig, ne? So, die Augen sind schon krass. So ein bisschen runter. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr hier. Also von der Seite gefällt es mir definitiv besser als von vorne, muss ich sagen. Wir schauen erstmal, was wir an den Augen machen können. So, Farbe ist natürlich immer so ein Problem. Meine Augen sind so blau, grün, mit ein bisschen grau. Und das gibt es hier natürlich nicht. Das ist definitiv zu hell und zu blau. Das ist auch sehr hell. Das ist noch heller, aber sieht so aus, als wäre da ein bisschen blau drin. Und das ist schon viel zu grün. Das ist auch viel zu grün. Ich schwanke gerade zwischen dem hier und dem. Nee, dann wahrscheinlich doch eher das. Also meine Augen sind nicht so hell, aber so vom Gesprenkelten kommt das schon hin. So, was habe ich denn für Augen? Das ist die Frage. Vor allem finde ich das schön, dass der Lidstrich schon direkt da ist. Muss ich gleich gar nicht erst machen. Wobei ich da natürlich auch reinschaue. Nein, das bin ich nicht. Hier werden die Augen relativ klein. Also ich habe jetzt keine kleinen Augen, aber auch keine riesig großen. Ich würde sagen eher so... Nein, 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 das ist ein bisschen glubschihaft. Ja, meine Augen sind schon so mandelförmig. Nee, ich hab nicht so dicke Augenlider und eigentlich keine Tränensäcke. Ringe unter den Augen, ja, aber keine dicken Tränensäcke.
Das sieht ganz gut aus, müsste man aber vielleicht doch noch an der Größe was machen. So schiebt man sie nur nach oben. Ah, so. Ja. Oh, das ist ein bisschen klein. Das ist ein bisschen groß. Ich mach sie mal so. Das sieht absolut gar nicht aus wie ich. Ja, da brauchst du gar nicht so grinsen, meine Liebe. Das sieht nicht aus wie ich. Aber von der Position, der Größe, würde ich sagen, kommt das hin. Augenbrauen an die Haare anpassen. Ja, das ist immer schön und gut, aber meine Augenbrauen sind ein wenig heller normalerweise. Nee, so hell auch nicht. Also die Haarfarbe ist eigentlich schon ganz passend. Das ist zu hell. Das hier, das ist nämlich nicht ganz so dunkel. Schauen wir mal nach der Form. Das ist viel zu dünn. Ich habe auch das Gefühl, die sitzen wirklich sehr weit oben. Machen wir ein bisschen runter. So, das ist zu geschwungen. Das ist zu gerade. Das ist viel zu geschwungen. Nein, das sehe ich ja aus wie dieser böse guckende Smiley. Nein, das auch nicht. Das ist ein bisschen buschig. Kann man die denn noch drehen? Na, nicht so wirklich gut, ne? Das ist viel zu dick. Das ist wiederum viel zu dünn. Ja, das könnte hinkommen. Ich schaue aber gerade mal, ob da nicht welche sind. Ja, genau. Genau, die typische Monobraue. Nee, ich suche eigentlich welche, die... ja, doch schon ein bisschen dicker, aber in Form sind. Die, wobei ich sagen muss, das hier vorne gefällt mir nicht so ganz. Aber das kommt schon eher hin. So, da kann ich sie runter und hochziehen. Ich habe die Augenbrauen relativ weit unten, würde ich sagen. Vielleicht noch ein kleines Stück runter. So. Die Kopfform passt mir gerade nicht. Vielleicht liegt es auch an der Frisur. Aber ich habe so das Gefühl, die gefällt mir nicht. Das ist zu hell. Meine Haare sind im Moment tatsächlich so dunkel. Nicht ganz schwarz, aber dunkelbraun. Ja, und das passt auch von der Frisur. Das nicht. Ach ja, das ist ja ganz süß. Ja, könnte auch passen, aber so auf einer Seite habe ich sie relativ selten. Meistens tatsächlich so. Meine sind jetzt ein bisschen länger noch, aber das macht ja nichts. Was ist denn das hier eigentlich? Ach so, das ist dann für die Abendkleidung. Okay, okay. Gut, lang, mittel, kurz. Das hätten wir schon mal. Aber wenn ich mir das so anschaue, mir gefällt dann doch die Kopfform nicht so. Das ist zu dick. Ich habe jetzt auch sehr dicke Bäckchen gemacht, ne? Muss man ja sagen. Und wow. Wow, warum wurde jetzt alles wieder versaut hier mit Augenfarbe? Das ist aber nicht nett. Hey, warum tut ihr das? Oh, nein. Oh, nein. Das ist ja gemein. Jetzt habe ich das hier gerade alles so schön eingestellt. Schaut mal, und jetzt ist alles wieder im Eimer hier. Was soll denn das? So, das Kinn nochmal. Weg die Wangen. Nee, jetzt sieht es gar nicht mehr aus wie ich. Mädel, grins mal nicht so. So. Na toll. Das nochmal ein bisschen zurück. Na gut, wir müssen ja Nase und Mund sowieso nochmal machen. Das passt auch überhaupt nicht, würde ich sagen. Ja, das mit den Augen ärgert mich ja jetzt. Warum wurde das hier alles wieder rückgängig gemacht? Die Farbe hatte ich, genau. Und welche Augen hatte ich? Erstmal müssen die ein bisschen näher zusammen. Vielleicht ein wenig kleiner. Ah, das waren die mit den krassen Tränensäcken. Nee, nee, so nicht. Das sieht auch ein bisschen heftig aus. Oh Manu, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Augen ich vorhin hatte. Die waren doch so gut.
Waren das die? Ich bin mir noch nicht sicher. Die wirken echt ziemlich groß, ne? So. Oder die? Nee, meine Augen sind ja schon so ein bisschen... Obwohl. Boah, das ist gar nicht so leicht, Leute. Nee, ich würde fast sagen, so. Trotzdem stören mich wirklich die Tränensäcke ein bisschen. Weil von der Seite, schaut mal, wie das aussieht. Wer hat denn solche Augen? Aber die sind alle so, ne? Die sind echt alle so. Vielleicht sollte ich mich einfach damit zufrieden geben. Aber so sind ein bisschen Schlupflider. Hier sieht man nämlich noch ein bisschen Lid. Das ist bei mir auch der Fall. Ich habe das Gefühl, die sind echt riesig. So, bisschen kleiner. Okay, die Nase. Ne, Moment. Erstmal machen wir die Augenbrauen wieder. Die waren ein wenig heller. Und war das auch die Form, die ich hatte? Ich glaube, das war die hier, ne? Ja, die waren das. So, jetzt aber auf jeden Fall erstmal die Nase, damit man so ein bisschen schauen kann, was am besten passt. Ja! Ja, hey, ich habe meine Nase gefunden. Das ist meine Nase, an der ich kaum was machen muss. Würde ich jetzt behaupten. Also ich habe da schon so einen kleinen Knubbel vorne drauf. Nee, die ist in der Mitte hier zu dünn. Wo war sie? Wo ist meine Nase? Die. Das ist meine Nase. Die hatten mich als Vorbild hier. Ich glaube... Map. Nee. Eher nicht. Map. Nein. Nein, so weit oben ist sie dann doch nicht. So. Na, jetzt ist der Knubbel aber sehr dick, ne? Jetzt sieht es aus, als hätte ich da Gott weiß was drauf. Obwohl, von weiter weg geht's. Ja, es geht. Ich muss jetzt nochmal schauen bei den Lippen. Also die sind definitiv zu voll. Ich habe eine relativ... Oh, relativ schmale Oberlippe. Oh nein. Nee, da gehen die Mundwinkel einfach zu hoch. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ja, das könnte passen. Das könnte tatsächlich passen, wenn ich die noch ein bisschen... Ach so, dann ziehe ich den ganzen Mund runter. Okay, nee, das wollen wir auch nicht. Aber so von der Breite des Mundes könnte das schon hinhauen. Ich weiß nicht, was mit dem Gesicht ist. Irgendwie bin ich damit nicht so hundertprozentig zufrieden. So. So. Ja, das kommt dem schon sehr nah. Haare, okay. Das sind Hüte, das ist Gesicht. Ja, wenn ich jetzt da wieder drauf gehe, habe ich ja gleich wieder alles versaut. Das wollen wir ja nicht. Einen schicken Hut vielleicht, Madame. Nein, natürlich nicht. Kann man das so lassen? Wie ist das hier überhaupt mit der Figur? Körper. Was haben wir denn? Tattoos. Ah, hier ist erstmal der Körper. Okay. Ja, das bin ich. Nope. Das ist zu dünn. Kann ich die nicht mal alle direkt nackt sehen? Oh ja, so muskulös. Vor allem meine Schultern und Oberarme. Das trifft es ganz genau. Ah, hier habe ich den Regler dafür. So, Figur. Würde ich spontan sagen, von der Form erstmal das hier. Also Taille, Hüfte. Müsste man dann echt mal schauen, wie das nachher im Bikini aussieht. Ja, Muskeln kann ich eigentlich relativ weit runter machen. Ich will sie nicht, ich will es nicht ganz runter machen, aber hier so. Ist die Hüfte jetzt wirklich so breit?
Oder liegt es an dem Cardigan, den sie drüber hat? Ich weiß es nicht. Nein. Also ich will es ja einigermaßen realistisch machen. So ist es nicht. Man sieht das jetzt hier nur so breit aus. Das sieht voll merkwürdig aus. Okay, Moment. Wir machen das hier mal eben ganz dünn. So, also Taille habe ich schon. Ich habe aber auch Hüfte. Na gut, da kann man vielleicht später, wenn ich passende Klamotten habe, noch ein bisschen regulieren. Ah, hier können wir sie nackt sehen. Okay, Tattoos. Ja, wie man weiß, bin ich ja ganz körpertätowiert und habe ein Arschgeweih. Nein, ich habe natürlich keine Tattoos, von daher lassen wir das. Und dann schauen wir doch nochmal. Ja doch, das mit der Taille, würde ich sagen, passt schon so. Das hier, sieht das zu krass aus? Ich weiß es nicht. Upp. Nein, so wäre es dann schon ein bisschen zu viel. So wäre es auch zu viel. So wäre es viel zu wenig. Vor allem jetzt sieht man auch mal die Muskeln. Kann ich vielleicht doch noch mal ein bisschen runter machen. So. Ja, ich würde sagen, der Bauch gefällt mir nicht. Na komm, man darf sich ein kleines bisschen dünner schummeln. Das darf man bei Sims. So, das war jetzt der Körper.